So, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII Remake. Wir sind in Sektor 6 im Wall Market, ja, und hier sehen wir schon ein wildes Treiben, nennt man das so? Das klingt ein bisschen pervers, aber egal. Oh, oh, what? Johnny, der Vagabund, okay. Johnny, Erinnerung, Trophäe potenziell. Bleib stehen, du Sau. Ich wollte eigentlich jetzt gerade den Kampf machen. Hallo. To enter or not to enter, that is the question. Wherefore does this philosophical quandary torment me? You totally get where I'm coming from, right? Kenn ich. I knew it. Let me guess. After you've had your fun, you fall into a spiral of shame and self-loathing. But it only lasts a moment, doesn't it? Next thing you know, you're right back here again. Huh? Got a question for me? Seen Tifa around? Tifa? My love? My light? Who are you and how do you know her? No, shut up. I don't care. Tifa's here? Why? Tell me why! Oh god, no. I did this to her, didn't I? She kept looking for me to beg me not to leave her. Snap out of it, Johnny. Your Tifa needs you. Tifa, I'm coming, baby! Who was that? Nobody you want or need to know. Nun, okay, Johnny. Noch verrückter als eh und je. Ja, hallo. My apologies, sir. We are not ready to open at this time. Okay, was ist denn hier? Das ist das Honeybee in Honeybee Manor Gerät. Geht aber auch knapp Kleidung an. Okay. Ja, haha. Lustige Sache. Da werden wir auf jeden Fall noch hinkommen. Hoffentlich. Ein Bereich, der im Originalspiel optional war. Inwiefern, das werden wir halt im Spiel, denke ich, noch verraten. Ich werde es euch da nochmal klären. Prostituiert, ich bin mir sicher. Und, yo. Achso, ich kann hier durch, okay. Und das heißt tatsächlich ein Bereich, den ich im ersten, meinem allerersten Playthrough nicht gesehen habe. Weil ich es halt nicht gecheckt habe. Ich habe mich um Ecke gerungen. Und... Entschuldigung. Und, oh, hier ist auch schon mal gleich eine. Hallo? Ah! What? Ich kenne dich doch. Sehr witzig. Aren't you that Leaf House? Hey! What the hell, Merc? Digging into people's personal affairs in this town is a huge no-no. What are you doing here? Well, if you must know... I've wanted to be a dancer ever since I was a little girl. I come here at night to live the dream. I'd appreciate it if you didn't tell the children, okay? Okay. Kann auch mit dir reden. I practice every second I can. It's the only way I'll become the best. Okay. Ja, Mensch, die Lehrerin ist ja witzig. Ja, im Honeybee Inn, ich verrate mal noch nichts, ne? Aber das ist ein ganz besonderes Etablissement. Und wie gesagt, beim ersten Playthrough war ich da nicht drin. Und beim zweiten dann, wo ich dann halt 100% alles holen wollte und so, ne, habe ich das dann erlebt. Ich wusste nicht, was mich erwartet und ich war schockiert. Sagen wir so. Was ist schockiert? Es ist alles sehr verstörend, was dort in diesem Honeybee passiert. Ich bin sehr gespannt, wie es hier ist. In dem Spiel. Vielleicht ist das Spiel deswegen auch ab 16. Das kann sehr gut sein. Was haben wir denn hier so? Leicht bekleidete Frauen überall. Was ist hier los? Na gut, sind halt die Slums, ne? So, dann können wir da mal in den Gang reingucken. Ja, eigentlich will ich ja nur den Kampf jetzt machen gegen den fetten Chocobo oder Chocomoppel, ne? Genau. Hier, ich mucke. Hallo, was macht ihr denn hier für Drogen, die jetzt? Best to steer clear of this alley. You may not like the people you find down here. And they may not like you. Mhm. We're cool though. Just blowing off work is all. An die Kiste komme ich eher so nicht. We're not up to anything. Honest. We just want a second away, to relax. This alley is like a sanctuary for us. You should see it in the daytime, empty. Hold it. Best to steer clear of this alley. Mm. You may not like the people you find down. Muss der Kreis drücken. Hm, vielleicht komme ich da später hin, keine Ahnung. So, komm, ich mache jetzt den Kampf gegen Chocomoppel, damit ich das hinter mir habe. Wenn ich es denn schaffe, natürlich. Wenn ich es denn schaffe. Ja, jetzt muss ich natürlich erstmal wiederfinden. Wo war denn der? Ups. Von hier kam ich mal rein, ne? Oder nicht, oder?
Nee. Was ist hier? Ach man, komm, Schokomoppel. Du zuerst. Will ich besiegen, damit ich Ruhe hab. Ich scheine Materie. Komm, ich geh rein. Ich scheine Materialladen oder so zu sein. Oh ja, den Typen gab's auch im Original. Cool für dich. Alles, was wir schon haben. Ja, alles, was wir schon mal haben. Dann ist gut. Verpiss dich. Oder ich verpiss mich. Meinetwegen auch. Lass mich raus, Aerith. Wo war denn jetzt der Eingang? Das kann doch nicht wahr sein, einfach. Hier ist eine Seiten. Oh, komm. Dann erforschen wir halt erstmal. Ich hätte mit dem Typen da gerade reden können. Dann erforschen wir halt erstmal in den Gässen. In den Gässen. Ich wollte Gängen sagen. Hallo? Was macht ihr hier? Oh, mein Stomach. Ja. Mann, dauert das lange. Macht weiter. So, macht ihr gut. Komme ich an die Kiste ran oder lasst ihr mich nicht durch? Aren't you a curious cat, walking dark alleys? You've got balls, so I'll give you a pass. This once. Okay. Wait, you don't mean the newbie too, right? Anscheinend ja nicht. You didn't see or hear anything. You get me? Der wird, glaube ich, von Matthew Mercer gesprochen. Er klingt wie McCree. Gut, dann rede ich mit dem Onkel hier nochmal längs. Hast was zu sagen? Hey, you think that guy's doing okay? He wasn't looking so hot, you know. Maybe we should go check on him? But this street, isn't it? The one that everyone says is bad news? Shit, you're right. I don't want to go down there now. Vielleicht kann man was für den tun, vielleicht aber auch nicht. Ist mir egal. Ah ja, hier sind wir wieder bei dem Laden. Ah ja, dann kam ich von da. Richtig? Ja, ich glaube schon. Gut. Das heißt, er steht da unten irgendwo, ne? Da in der Ecke, da glaube ich. Da. So, du Arsch. Ja, komm, geh mir nicht um den Sack. So, Schokomoppel. Ich habe ein bisschen Angst. Ich habe Angst. Aber wisst ihr was? Ich werde einfach mal kämpfen. Einfach ohne Vorbereitung, weil ich will erstmal was testen. Ich werde einfach mal analysieren. Und dann werde ich ja wissen, was effektiv gegen ihn ist. Und dann werde ich mich dementsprechend ausrüsten. Ha! Wie der links auf der Text steht. Okay. Und der verschwindet scheinbar auch nicht. Doch. Okay. Oh, Aerith ist tatsächlich dabei. Okay, das ist cool. Das heißt, im Zweifel kann ich immer darauf warten, bis ich drei Kämpfer gleichzeitig habe. Dann ist ja die Chance eigentlich am höchsten. Ja. Leicht resistent, stark resistent, immun. Gut, gibt keine Schwäche. Eine angenehme, mollige Essbar. Nachgebildet in einem virtuellen Raum. Na gut. Ah gut, für den Research natürlich schon gut. So, eigentlich wollte ich testen. Dann teste ich einfach mal Blitzrar. Warum nicht? Joa. Oh oh. Oh nein, heilt den das oder so? Ah ne, jetzt droppt was. Ach, die Viecher. Oh nein. Die funktionieren wie im Original, denke ich. Wenn der Typ mich berührt, bin ich tot. Im Original war das so, dass der langsam sich immer genähert hat, pro Zug, den du quasi gemacht hast. Und du musstest ihn vorher besiegen. Ansonsten, wenn er dich erreicht hat, hat er richtig viel Damage gedrückt. Vielleicht sogar unendlich viel. Hier, analysieren wir einfach mal, würde ich sagen. Einfach von Schokomoppel gesprochen, das mysteriöse Plüschtier. Sieht aus wie ein bestimmtes Monster, das ein Name 8 Buchstaben lang ist. Okay. Wie gesagt, ich werde mich mal von dem fernhalten. Heil mich mal, Bitch. Entschuldigung, Aerith. Schockanfällig. Muss man ja eigentlich auch mal, ne? Ausnutzen, aber ich weiß nicht wie.
I'll take care of him. Ja, warte mal. Er ist schon fett. Oh, das Vieh ist da. Oh, besiegt. Okay. Muss nur einmal anhitten. Na dann. Aber es ist ein neues da. Achso, ich muss ja auch Vision einsetzen, ne? Aber gut, Vision ist ja... Autsch! Okay, es tötet mich nicht, aber es macht schon ein bisschen Damage. Okay, Aerith. Du kümmerst dich gut darum. Brace yourselves. Prepare yourself. Im Original haben die, glaube ich, wirklich one-hitted, beziehungsweise halt richtig viel Damage gedrückt. Und sich, glaube ich, aber auch dabei geopfert. Aerith nicht sterben, wir brauchen den noch. Fette Sau, ey. Darüber stehen! Was ist denn das für ein Benehmen hier schon wieder? Oh, geil. Okay, Moment, dann machen wir wieder so. Bam, 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 bam. Moment, hier, drück währenddessen mal das dahin. Ich mach mal einen Mutangriff. Und noch einen Mutangriff, weil der war echt stark. Was? Aber wie erhöht man den Schock auf Prozente? Das habe ich echt noch nicht so ganz gepeilt irgendwie. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Boah, Alter, war das stark, ey. Oh, Moment. Oh, ich kann beschwören. Ifrit, ja, ist Ifrit stark. Egal, wir machen, weil wir können. Bam, bam, bam. So, dann werde ich mal eben, sie macht mal eben... Wobei... Wenn Esper-Fertigkeit da ist, ne? Feuerbrunst. Why not? Kosten zwar jetzt beide, aber ist okay, denke ich. Sage ich jetzt einfach. Schockanfällig. Erstmal war schockanfällig gut mit Zauber. Also irgendwie muss man dann Blitz anwenden. Oder Zauber allgemein. Machst du jetzt? Ich hab Angst. Oh oh. Ich weich mal aus. Aua. Okay, ich lebe noch. Ich spiele jetzt mal sie, damit ich ein bisschen Leiste farmen kann. Eine Leiste. Der Football in der Leiste. Damit ich heilen kann. Für alle Fälle. Kann sie eigentlich mal machen, ne? Wenn wir schon mal dabei sind. Einfach mein Vita. Reicht ja vielleicht erstmal für den Moment. So. Machen wir mal einen Flammensturz oder Stutz oder... Inferno. Inferno-Insel. Oh, Moment. Letztes Mal hat Blitzra Wunder gewirkt. Machen wir mal, ob das mal wieder tut. Moment, jetzt. geht nicht, scheiße. Ja, egal, Blitz. Ich habe halt immer noch nicht gerafft, was man da am besten, ups, tut, wenn da ein Schock anfällig ist. Ich muss das eh nochmal irgendwie in Erfahrung bringen. Entweder durch Tutorial oder Internet oder so. Einfach mal gucken, was man da so am besten tut. So, wie wär's, wenn du einfach mal heilst, für alle Fälle? Wow! Gott, Entschuldigung. Entschuldigung für den fast epileptischen Anfall. Weil das kannst du mal eben machen hier. Nochmal eine Esper-Fertigkeit, weil geht ja. Und, naja, Vision. Ah, nee, komm, Kreuzschlag. Oder? Obwohl, man kriegt zu selten, ne? Komm, wir machen einfach mal Vision. Weil wir müssen es ja anwenden. Da füllt sie jetzt auch die Leisten schneller. Jeweils. Eigentlich scheiße, weil der Limit halt, glaube ich, richtig geil Damage gedrückt hätte. Wo ist denn das Viech jetzt hin? Wo ist das fette Schwein hin? So einen fetten Chocobo kann man ja nicht übersehen. Oh, oh. Get some rest. Geil. So, was machen wir denn jetzt? Energie habe ich immer noch nicht. Ein Äder. Auch kann ich eigentlich ganz easy benutzen, ne? Sagen, im Kampf darf man da ruhig mal machen, in so einem Kampf. Ein Äther verschwenden. Aua. Er macht echt nicht viel Damage, so. Das ist halt echt okay. Sage ich, als der Megott schon ein bisschen auf den Sack geht. Uiuiui. Aua.
Ah, ich find's gut, dass Aerith dabei ist. Ohne. Oh yeah, geil. Achso, ich bin im Zeit. Warum ist denn jetzt Zeitlupe aktiviert? Was denn da falsch? Ups. Wieder falsch. Ich wollte wieder Kingdom Hearts. Ich habe gerade eben Kingdom Hearts gelevelt. Vielleicht kommt's daher. Okay, Moment. Ich hab ein Limit schon wieder. Ach, warum eigentlich nicht? Ich glaube, du bist jetzt tot. Tut mir leid. Wobei, scheinbar doch nicht. So, Moment, dann machst du nochmal Macht der Unschuld, weil das ist scheiße stark. Und du bist besiegt. Yeah. Mann, die Kämpfe machen richtig Bock, ey. Leck mich fett. Truly amazing work, Cloud. This is incontrovertible proof that the universe has a sense of humor. Now that you have a fun new partner in Fat Chocobo, you can work together to squash Shinra like a bug. Das Ding heißt auf Englisch aber Fat Chocobo. Geil. Okay, dann, achso, doch, das wird ja gespeichert, ne? Also, die muss ich nicht extra kaufen, das wollte ich sagen. Dann will ich mal kurz gucken hier, wie oft muss ich das anwenden? Zweimal nur, das ist nett. 200%, ich muss gucken, ich muss es in Erfahrung bringen. Man kann natürlich mal, wir können natürlich mal eben jetzt machen. War hier Tutorial? Nee. Irgendwo kann man sich doch Tutorials an, Anleitung. Nee. Im Kampf. Aerith stärken, ja. Schockzustand. Fühlt sich die Schockleiste des Gegners komplett auf, wird er in einen Schockzustand versetzt, indem er mehr Schaden nimmt. Attackiere deinen Gegner, um seine Schockleiste langsam aufzufüllen. Kommt der Gegner dabei ins Staucheln, wird er schockanfällig und seine Schockleiste füllt sich bei darauffolgenden Angriffen noch schneller auf. Ah ja. Gegner ins Staucheln bringen. Die Bedingungen dafür, wie und wann ein Gegner ins Staucheln kommt, sind für jeden Gegner unterschiedlich. Manchmal reichen einfache Angriffe oder das Erreichen eines bestimmten Schadenswerts. Manchmal müssen bestimmte Fertigkeiten und Magie eingesetzt werden. Okay. Einfach wahrscheinlich welche, die effektiv gegen die Gegner sind, ne? Wenn ein Gegner ins Staucheln kommt, wird schockanfällig über seinem Schockleiste angezeigt. Ah ja, das bedeutet das also. Unter Schock sind Gegner für kurze Zeit wehrlos und erleiden besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfertigkeit angreifst, kannst außerdem deine ATB-Leiste sehr schnell aufladen. Nutze diesen Effekt, um einen geschockten Gegner mit mächtigen Fertigkeiten und Magie den Rest zu geben. Manche Fertigkeiten können den Schaden während der Schockzone noch weiter erhöhen. Ah ja. So, aber dann brauche ich noch irgendwie die Prozente, ne? Und das verrät mir das Spiel nicht. Glaube nicht. Also schwören Limits. Nee, irgendwie nicht. Das muss man dann woanders rausfinden. Naja, gut. Ich habe hier die... Darts, Kisten und Minispiele, toll. Ja, wir Punkte wegmachen, ne? Naja, gut. Muss man dann später mal gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich nochmal in den Kaufbildschirm gehe. Ich wollte nochmal auf Nummer sicher gehen, ja. Fat Chocobo haben wir jetzt. Das ging doch schön schnell. Und kann man noch höher reden? Ich glaube schon. So, wie sieht denn die Map hier überhaupt aus? Eieieiei. Gut, dann würde ich sagen, arbeiten wir uns. Komm, wir arbeiten uns einfach chronologisch durch, würde ich sagen. Chronologisch, also, ne? Ihr wisst schon. Achso, warte mal, da ist sie. Achso, da ist sie. Hey, da muss ich hin. Ha, lustig. Ne, da möchte ich dann doch nicht hin. Aber hier möchte ich hin. Hi. Den Laden kenne ich auch noch vom Spiel. Original. Gibt es hier irgendwelche coole Waffen, die man noch nicht hart klinge? Okay. Geil, nehme ich. I take your entire stock. Die haben wir alle. Oh, Dinge sehen schon geil aus, ne? ist aber alles nicht so geil. Okay. Oh, guck mal. Bei Aerith wird das Ding sogar was bringen. Nur positive Effekte. Das bei Tifa. Ich kaufe das mal. Platin-Ohrring hört sich sowieso gut an. Magiewert erhöht sich. Ja, guck mal, das ist doch perfekt für unser Girl. Oh. Ich hab... Alter, war das teuer. Hups, hab ich auf mein Geld geachtet. So schlecht. Ich kann auch mal Sachen verkaufen, ne? Hier, was bringt denn viel Geld? Äther natürlich. Megatrank. Hm. Ja, ich sag mal so... Ja gut, doch, so eine Sachen kann man eigentlich gut verkaufen, ne? Ich guck grad nochmal. Die sind halt alle irgendwie scheiße, ne? Weil die setzen halt alle meine Sachen runter. Einzig Gute ist, dass da halt viel Materie reinpasst. Den hebe ich mir mal auf. Ah, der andere Scheiß hier, der kann echt weg. Gerade aus wie Eisenreif, ne? Hier weg. Weg.
Digga, auch weg. Ja, komm. Oder? Ja, komm, weg. Den behalte ich mal, weil der mir viel bringt. Habe ich gerade den verkauft, den ich wieder... Ach nee, ich habe mir ja den Platin-Ohrring gekauft, ne? Genau. Hier, Schutzstiefel sind scheiße und bringen ordentlich Money. Weg damit. Und das auch. So, wir können auch... Okay. Wir können theoretisch auch Blitz und so verkaufen. Besitz 1. Mehrmals Gewitter. Mach doch einfach. Egal. Komm, einmal Blitz können wir verkaufen. Als andere lassen wir alles mal da. Bei MP-Boost habe ich auch viel zu häufig. Komm, den verkaufen wir auch einmal. Einmal lasse ich noch da. Wir hätten das ruhig stacken können. Wobei natürlich das Level nicht deutlich wird. Ja, cool. Das haben wir mehr Geld als vorher, glaube ich. Aber macht hier nichts. Okay, neue Waffe. Es gibt nämlich auch eine Trophäe, habe ich schon mal nachgeguckt. Wenn man halt alle Waffen hat, beziehungsweise alle Waffen halt diesen Geschicklichkeitsbonus kriegt. Dafür muss man da überhaupt erstmal alle Waffen holen. Und ich habe tatsächlich auch schon rausgefunden, dass es wohl... Also die meisten Waffen sind eigentlich einfach. Die kannst du halt irgendwo kaufen oder in Truhen finden, ne? Wenn ich halt ein bisschen aufmerksam spiele, soll das gehen. Aber es gibt eine für Barrett, das habe ich schon rausgefunden, die man nur kriegt... Oh, der... Obwohl, starker Angriff. Magenstärke benutze ich eh wenig, ne? Überall. Eine Waffe für Barrett kriegt man nur, wenn sie einem wenn man sie einem Gegner stiehlt. Und das ist wohl ziemlich mies. Auch deswegen, weil, weil Platin-Ohrring? Ja, nicht irgendwas Besseres. Ne? Bei physischer Abwehr und magischer Abwehr wird dann ein bisschen getauscht. Ach nee, eigentlich ist das alles Käse. Ja, und dann wird es auch noch eine Waffe, die man eben nicht beim ersten Versuch stehlen kann. Da werde ich mich auf jeden Fall nochmal informieren, nochmal gucken, bei welchem Gegner das geht. Aber ich kann nicht versprechen, dass ich es schaffe, ne? Ich sage jetzt nicht, das ist jetzt das, was ich tun muss. Und wenn ich es nicht schaffe, dann bringe ich mich um. So weit gehen wir mal nicht. So, was habe ich hier ausgerüstet, Ifrit? Dann nehmen wir doch einfach mal Schoko-Fettsack. Jetzt haben wir echt Schokobo-Küken, Schokobo-Mokri und Schokomoppel. Was ist das denn, ey? Spiel! Okay. Hartklinge. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was ich dafür tun kann, beziehungsweise... Ups. Hä? Hab ich jetzt was? Ja. Muss ich noch nachgucken, was ich tun muss. Und ich kann natürlich wieder Waffenpunkte verteilen. Lustig, lustig. Geschockten Gegner treffen. Oh, okay. Ein heftiger Schlag mit Schadensbonus bei Gegnern im Schockzustand. Oh, 2 ATB einheiten. Oh, okay. Das heißt, es könnte ein bisschen dauern, bis ich das hab. Weil dafür muss ich Vorbedingungen treffen. So. Gehen wir doch erstmal in die teuerste Kategorie. Wo eigentlich ist das dumm. Naja, wobei eigentlich ist es nicht dumm. Außer die Materie ist los. Die Kosten sind ja immer das gleiche eigentlich. Schaden von Schwertwirbel. Moment, ist Schwertwirbel die... Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ist jetzt Schwertwirbel das Ding, was ich hier gerade jetzt neu habe für das Ding? Nee, Ende mit Schrecken. War hier Schwertwirbel. Achso, Schwertwirbel ist... Achso, haha. Ist einfach, dass ich viel gedrückt halte, ne? Das, was ich auch häufig benutze. Also wirklich. Schaden von normalen Angriffen, von Sprungangriffen, von Schwertwirbel. Schlockfledderer. Was ist denn das? Heilt bei Spezialfertigkeiten gegen Gegner im Schockzustand TP. Okay. Nehme ich. Klingt professionell. Dann nehme ich auf jeden Fall einmal noch hier physische Attacke, weil ich es einfach kann. Und mal gucken, was haben wir denn hier noch so? Magische Attacke, längere Buffs. Ja, eigentlich können wir hier die ganzen Dinger mal machen, finde ich. Hier, das nehmen wir. Das nehmen wir. Und auch von Schwertwirbel auch. So, jetzt können wir das letzte hier auch noch holen. Aber ne, mach ich mal nicht. Kaufe ich mir hier nochmal irgendwas. Magische Attacke. Komm, machen wir auch nochmal magische Attacke ein bisschen hoch. Dann haben wir doch schon hierfür. So, Hartklinge. Oh, fettes Gerät. So, jetzt können wir auch mal weiterkunden. 25 Minuten schon rum. Wir haben doch, wir haben Shiva besiegt. Shiva. Genau. Das war beim letzten Mal.
Schokomoppel. Und wir haben eine neue Waffe schon mal ausgerüstet. Das sieht cool aus mit den Materia-Sorben. So, neue Wumme. Ja, dann möchte ich jetzt mir mal die ganzen, Doidore. Möchte mir mal die ganzen Läden hier auf jeden Fall angucken. Hier gibt es Essen. Essen finde ich prinzipiell gut. Und hier gibt es Musik. Musik finde ich noch viel besser. Muss ich von dem jetzt Musik klauen? I signed with Sheena Records a while back, but I'm still looking for my first big hit. It's been 7 years now. Not easy, but you gotta do what you love. And I love to sing. This is a new song of mine. Maybe it'll be that number one. Okay. Shinra Records. Scheiß Kommerzhuren beim Major Label. Naja, machst nix. Prrrr. Wurst. Und Gyros. Und Döner. Kann man Döner bestellen? Ne, irgendwie sind da oben nur so hier Dingenskirchen, Knödel und so. Den Döner. Komm in eure Küche, ich will Döner. Das juckt die einfach nicht. Hm. Ich klau das Ding einfach. Aber cool, dass ich einfach einen Lied mal auf diese Art und Weise bekommen habe. Warum denn auch nicht, ne? Aber sonst gibt es hier, glaube ich, nichts. Warte mal, war da eine Dartscheibe? War da eine Dartscheibe gesehen? Ich glaub, naja, doch. Kann ich hier Dart spielen, theoretisch? So ganz theoretisch. Ich meine, ich würde es nicht tun. Scheinbar nicht. And if I win? Oh, da kann man mit ihm reden. Du bist traurig. Okay. My dear beloved girls, I'm so sorry. Okay. Du bist creepy. Vielleicht hast du noch irgendwas Nebenquestiges. In dem Kapitel dürfte es auch wieder Nebenquests geben. Lustig. Oh, ja. Hier wird es Minispiele geben, Freunde. Noch nicht, denke ich. Alter, Little Mac ist auch hier. Aber noch. Kiste. Stirnband. Ich möchte bitte, dass man es auch sieht, wenn ich es ausrüste. Ich finde es eigentlich schade, dass man die Ausrüstung nicht sieht, wenn man es ausrüstet. Das wäre echt ein nettes Detail gewesen. Keine Sorge, da werden wir noch hingehen. Da bin ich mir 99%ig sicher, dass wir da noch genug Zeit verbringen werden. Mhm. Dieses Dojo. Hier kommen wir gar nicht rein. Gut, dann nicht. Was haben wir denn noch? Wir haben alles. Und da kamen wir, richtig. Das heißt, ich kann auch noch... Hier kann ich theoretisch raus. Hier waren wir mal. Ach! Okay. Das war die Ab... Achso, das war quasi die Abkürzung nach Sektor 7, logischerweise. Aber wir haben uns ja jetzt für Sektor 6 erstmal entschieden. Ich verstehe. Okay, alles sogar sinnvoll aufgebaut, dieses Spiel. Ich werde verrückt. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Oder war schon? Achso. Ach, der Schneider ist das hier, ne? Hey there. Are you looking for anything in particular today? Auch hier werden wir noch Dinge tun. Ich sag das immer so wegen Original und so, ne? Aber da ist es hier alles ein bisschen anders. Aber eigentlich nicht. Warum sollte es? Ich finde es ganz witzig, wie diese Läden aus dem Original tatsächlich auch ich wiedererkenne, von innen, aber von außen überhaupt nicht. Also ich weiß halt nicht so ganz, ich muss gerade überlegen, ob der Aufbau gleich ist. Das Problem war, im Original hattest du halt diese halbe Vogelperspektive, plus es war nicht so ausgeleuchtet hier und nicht so schillernd und nicht so viele Leute und nicht so viel Kleinkram, der rumlag, weshalb ich das mitunter echt nicht wiedererkenne von außen. Vielleicht ist es sogar der gleiche Aufbau. Also der Laden war auf jeden Fall links im Wall Market. Und wenn man dann quasi... hier so lang gegangen ist, dürfte hier eigentlich irgendwo dann das Honeybee Inn gewesen sein. Eigentlich, wenn man dann hier ganz lange lang läuft. Aber hier ist ja der Ausgang. Das Honeybee Inn war... Wo war denn das? Bei irgendeiner Minigasse, ne? Aber nicht bei der. Keine Ahnung. Ja, eigentlich eher so hier war das dann im Original. Wenn man das so jetzt direkt vergleicht. Vielleicht irre ich mich auch gerade. Ich habe jetzt nun auch nicht mehr 100% im Kopf, wie das hier alles aussah. Okay, da ist auf jeden Fall noch irgendeine Gasse, in die ich rein kann.
Ich möchte ja auch die komplette Map einmal aufgedeckt haben, ne? Achso, ihr lasst mich auch nicht durch. Doch. Hast mir was zu sagen, was wichtig ist? Hey, you hear about that real narrow street just over there? You're not still wasting your gill at the Honeybee Inn, are you? You bet I am. Found me a secret route in, one nobody don't know about. Only trouble is, it's filled with drunks and garbage. Mhm. Der geheime Gang ins Honeybee Inn. Das brauchen wir bestimmt noch. That guy over there, he doing all right, you think? He's fine, just drunk. Like the rest of them. Am I right? Wer denn, der da liegt oder was? Gucken wir mal, was passiert. Oh, da liegt eine Materie. Das ist schon mal gut. Die Musik hört auf. Oder es geht einfach um den hier. Wie geht's denn so? That scent. I can't stand it. Lass alles raus. Lass alles raus. Es muss ja weg, ne? Okay. Was haben wir denn hier? Barriere nochmal. Weiß Materia. Nicht mein Spielstil. Spielstil. Besenstil. Eis am Stiel. Hill. War nie Eis am Stiel-Fan. Also so Eis den Eis und so, ja, kannst du mir mal geben auf jeden Fall. Also ich bin sowieso nicht so der Eisfresser. Aber so einfach so, wie nennt man so ein Eis denn? Richtiges Eis. Ah, so ein kritschiges, süßes Eis im Spiel. Bäh. Es gibt nichts Widerwilligeres, finde ich, wenn dir Eis über die Finger läuft, wenn es da läuft. Ich hasse das. Da ist so richtig so, da werde ich richtig wütend. Da habe ich richtig Bock, das Eis einfach wegzuschmeißen. Einfach aus Protest nicht mehr weiter zu essen. Aber dann erinnere ich mich, ich habe Geld dafür bezahlt. Im Zweifel. Und Essverschwendung ist doof, dann esse ich es auf. Ich hasse das. So. Was ist denn hier? Eine kleine Bar. Okay. Warum denn auch nicht, ne? Hey there, friend. Grab a seat. Any seat that's open. Mhm. Hätte, glaube ich, auch im Original gesagt. Aber diese Bar war im Original ein bisschen größer, oder? Oder verliere ich mich auch? Es tut mir wirklich auch immer leid, dass ich immer diese Vergleiche anstellen muss, ne? Aber das ist irgendwie... Ich brauche das. Oh, hier kann ich Musik kaufen. Schon wieder neue Musik. Oh. Fantastisch. Ich hab Bass gehört, das gefällt mir schon mal. Ein funky Mix auf jeden Fall. Ah, Under the Rotting Pizza. Ja. Achso, das ist hier sogar. Habe ich schon mal gesagt, underneath. Ich glaube, oh nice, ist underneath the rotten pizza. Rotten, rotting, was auch immer. Hm, Pizza. Habe ich ja schon erklärt, warum das so heißt, ne? Okay, wir haben aber immer schon eine ganze Menge. Musik. Mavic. Hier wird schon wieder ein bisschen slummiger hier hinten. Offizielles Wort. Hallo Motor. Motor der Gesellschaft. Mhm. Das ist ganz witzig, diese Leute, die immer so rumchillen. Beim Original gab es auch ein paar Leute, die halt immer genau so irgendwo rumlagen. War halt eine Animation, sag ich mal. Weil, keine Ahnung, es waren die 90er. War eine wilde Zeit. So, dann kann ich da ja nochmal reden. Vielleicht auch nicht. Achso, mit dem hat Dude ja schon mal gechillt, ne? Gechillt. Ah, mit dem gechillt. Mhm. Geredet. You know, I've heard from more than a few people that my son Johnny has been roaming the streets of Walmart. Before he leaves town, I need to make sure I deliver him his lucky pillow. I have faith in my boy, of course. But a growing man needs plenty of sleep. Sleep of good quality, no less. That's how mind and body stay healthy and active. In other words, this pillow is crucial to his health. Okay. Johnnys Vater. Ist ja lustig. Hi. Welcome. Are you in need of accommodations? Nö. Übernachten dürfte quasi genauso funktionieren wie eine Bank hier, ne? Dass ich dann einfach einmal geheilt werde. Wobei... Vielleicht nehme ich das trotzdem gleich mal in Anspruch, weil dann dürfte eine Melodie kommen. Ich hoffe, sie kommt auch hier. Toilette. Ich glaube, bin ich gerade ins Frauenklo gegangen? Wenn ja, tut's mir leid. Hey, kann man überhaupt sehen? Steh dir nicht. Unisex-Toiletten. Ist doch gut. So. Hyper, hyper. Okay. Komm, ich komme gar nicht in die Zimmer rein. Ah, doch.
Schön, dass ich einfach in deren Zimmer reingehen kann. Warum denn auch nicht, ne? Die haben auch einfach so diese Animation so von wegen, die chillen sich so auf die Seite, haben sie dann einfach so, ja, so eine richtig liegende Position können wir leider nicht. Über den Rahmen sprengen. Aber so machen. Das Spiel ist übrigens, möchte ich nochmal erwähnen, habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Das Spiel ist 100 GB groß. Auf der PS4. Ja. Standard heutzutage leider. Kleiner Funfact dazu. Unreal, was ich ja momentan im Livestream spiele. Wenn ihr die Folge seht, ist es, denke ich, schon vorbei, weil ich werde für mich morgen das Spiel wahrscheinlich beenden im Stream. Von 1998 war damals, ich glaube, 250 MB groß. Zugegebenermaßen, auch für damalige Verhältnisse, hier war ich dran. Auch für damalige Verhältnisse ist es nicht viel gewesen. Wurde damals schon recht gut gelobt, das Spiel dafür, dass es halt relativ klein war. Und sie wussten, wie man Dateien komprimiert, ja. Nicht so wie das hier. Kriegen anscheinend nicht hin. Weil für 100 GB sieht das Spiel jetzt gar nicht mal so gut aus, sage ich ganz ehrlich. Und das Spiel hat ja auch nicht so die, ich nenne es mal, nicht so die Größe. Zum Beispiel, wenn ich Red Dead Redemption 2, ist halt auch ungefähr so groß. Aber Red Dead Redemption 2 ist ein fucking riesen Open-World-Spiel mit tausenden Triggern, die möglicherweise kommen in deinem Projekt oder in deinem Verlauf möglicherweise auch nicht. Vor allem mit, nein, das ist eigentlich kein Spoiler, aber man spielt ja am Ende von Red Dead Redemption 2 einen anderen Charakter. Und du kannst mit dem Charakter ja alle Sidequests auch machen, wenn du sie halt nicht mit dem ersten Charakter gemacht hast. Und je nachdem, wenn du die mit dem zweiten oder ersten Charakter spielst, sind halt die Dialoge anders. Und, ne, das haben sie alles halt damit drin und, boah, das macht 100 GB schon irgendwie Sinn. Aber in dem Spiel? Naja, Spiele, ne. Doom von 2016 habe ich neulich gespielt auf dem PC, hatte 70 GB, wo ich mir auch dachte, was zum Teufel? Oh, mehr Musik. Naja, dafür lief das Spiel gut, von daher beschwere ich mich mal nicht. Wow. Zu blöd. Ich finde immer Leute lustig, die sich irgendwas kaufen, sei es jetzt Filme, Spiele oder sonst was und so. Ha, habe ich das schon? Ich weiß es ja nicht. Da fahre ich immer wieder bei Leuten, die sich irgendwie Filme kaufen, vor allem. Weil ich ja in der Bubble auch mal so ein bisschen unterwegs bin. Ja, ist faszinierend. Ich könnte jetzt auch nicht auswendig aufzählen, welche Filme und Spiele ich besitze, aber wenn ich halt eins sehe, dann kann ich dir sagen, entweder ich habe das Spiel oder ich habe es nicht. So viel weiß ich noch. So viel Überblick habe ich noch. So, ich denke mal, oder ich hoffe mal, die Gasse ist mal so langsam das letzte hier, was wir noch zu erkunden haben. Und dann bevor es natürlich jetzt wieder rankommen. Die dienen hier schon wieder. Leute, ich muss da durch. Kann ich einfach mein Schwert zücken und den einfach mal den Kopf abschneiden und dann mal jemand die Kiste an? Ja, das Blöde ist, ich muss mir das halt merken, ne? Damit ich mir später die Kisten holen kann. Ich meine, ist jetzt nicht zwanghaft notwendig, ne? Es sind nur Kisten, aber. Wenn ich halt kann. Keine Janibien-Mucke. Jetzt haben wir leider ein Problem. Wir haben jetzt 38 Minuten auf der Uhr und ich weiß nicht, ob ich so richtig mit Story weitermachen möchte. Weil gegebenenfalls viel kommt. Gegebenenfalls. Ja, doch, komm, wir machen jetzt Story. Wir haben ja eigentlich alles erkundet und vor allem, wir kommen sowieso, ich denke mal, das ist nicht das letzte Mal, dass wir hier waren. Weil, wie gesagt, es dürfte noch hier wieder Nebenquests und allen Kram geben. Und Minispiele. Ganz viele Minispiele. Mit ganz vielen Trophäen. Gucken wir mal. Check it out. I think we might have found our man. And he's a gaudy one. Yeah. Mhm, na warte mal, hier ist noch ein Gang. Eine Gang ist hier. Oh. Okay, möchte ich da hin? Oh, das führt echt raus. Okay. Dann erforschen wir doch mal den Gang, wenn mich das Spiel lässt. Für den Rest der Folge. Haben wir doch eine tolle Alternative gefunden. Okay, interessant, dass mir das Spiel ja auch nicht zurückschickt und sagt. Genau das sagt es nämlich immer. Wer es mich nicht weiterlässt. Dumme Sau. Die Facebook hat. Ah. Oh, da war ein Grafikfehler. Oder? Habe ich mich gerade verguckt.
Avalanche steht auf jeden Fall an der Mauer. An der Mauer, an der Mauer. Hey. Okay, ich guck schon mal da oben hin. Auf die Spitze der Mauer. Warum ich das tue? Erfahrt es. Vielleicht. Cool, cool, cool. Okay, dann war es das hier. Beziehungsweise da. Ach, guck mal. Komm ich da rein? Woman Key. Geht's da noch lang? Nee. Lang. Ja, ich hoffe, ich denke dran. Muss ich mal Shops auskundschaften, ob die nicht irgendwo einen Schlüssel rumfliegen haben. Haben sehr gerne mal die Läden, ne? Irgendwo konnte ich mir. Selbst ist da der Mokri-Laden, ne? Der den Friedhofsschlüssel. Ja, meine Mokri-Medaillen eigentlich hier auch wieder irgendwo einlösen. Steht hier vielleicht die Alte auch irgendwo rum. Ah, ne, ich denke mal wieder erst bei Level. Bei Level, genau, im Kapitel. Ja, wo wir dann wieder zurück sind, sage ich mal. Kiste. Also zurück im Sektor 5. Die Sektoren konnte ich mir immer nie merken. Ich weiß auch nicht warum, aber eigentlich ist es doch einfach. Sektor 7 ist man am Anfang, wie der siebte Himmel. Sektor 5 da mit Aerith, weil einen Sektor hat man übersprungen, indem man dann ja auf dem Weg zurück nach Sektor 7 kommt. Weil zwischen 5 und 7 sind es 6. Und das sind wir jetzt. Ha! It makes so much sense. Unbelievable. Hier noch mehr geheime Hinterhofeingänge. Mit Truhen. Oh, Truhen. Äther. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, beende ich hier, oder? Ich gucke mal hier kurz in den Schacht hier rein. Nee, in den Schacht, ja. Der Schacht auf Netflix. Gut, dann stelle ich mich mal hier vor die Villa und würde sagen, das war's für heute. Ich danke fürs Zusehen. Wir haben, können wir noch irgendwas im Menü tun? Nee, ne? Kampfberichte. Was müssen wir eigentlich noch machen? Also, Analyse anwenden. Immer schön Analyse im Kampf benutzen. 200% muss ich recherchieren. Noch einmal Vision anwenden, das geht. Ja, und Schockzustand versetzen. Also immer schön bei Gegnern darauf achten, sie irgendwie in den Schockzustand versetzen. Gut, Freunde. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann bei Final Fantasy VII Remake. Dann geht's in Cornelius Villa und schauen wir mal, ob wir tiefer finden. Und was wir so tun müssen, weil, naja, vielleicht hängt das mit ein paar Minispielen zusammen, die ich schon erwähnt habe. Naja, gut. Oh, das sieht echt cool aus von hier. Belichtung. Schön. Also bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.